meine Lieben. Ach du meine Güte, heute war wieder ein Hoppla-Hopp-Start. Okay, irgendwie hat mir heute YouTube und die Technik nicht so gewollt, wie ich das gern gehabt hätte. Und jetzt habe ich einen neuen Livestream gestartet. Jetzt muss ich nur warten, bis die Mädels so weit sind, dass sie checken, dass ich jetzt da bin. Von daher hoffe ich, dass das jetzt gleich gut geht. Ja, ich warte jetzt einmal, bis das soweit klar ist, dass ich jetzt auf einem anderen Stream da bin. Und hoffe, und werde das jetzt mal ganz kurz Bescheid geben. So, okay. Ah, super, die Carina hat es gecheckt. Super, hallo, hallo, ihr Lieben. Es hat nicht wollen. Der erste Versuch hat nicht wollen, leider, leider, leider. Aber jetzt bin ich froh, dass es geklappt hat und dass mir die meisten gefunden haben. Und jetzt warten wir gerade noch einen kleinen Moment, bis auch alle anderen da sind. Es waren ja schon einige, die gewartet haben. Hallo, hallo, ihr Lieben. Sein Theater. Ich habe alles tippitoppi vorbereitet gehabt, wie immer. Aber YouTube hat mich nicht mehr. Es hat eigentlich alles funktioniert, aber YouTube hat mich nicht live gehen lassen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat es nicht hingehauen. Bea, vielen, vielen Dank fürs Bescheid geben, für Schnelle im Chat. Und ja, es war so hitzig, ich habe nämlich euren Chat mitverfolgen können. Und ja, ich habe geschwitzt, aber es nutzt ja eh nichts. Wenn das Programm nicht will, dann will es halt nicht. Dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir neu starten. Es nutzt nichts. Aber ich habe gewusst, sie finden mich, ich habe gewusst, sie warten drauf und werden sicher schauen, ob ich online bin. Und jetzt sind, glaube ich, die meisten rübergewandert auf das neue Video. Und dann kann ich mal in Kürze loslegen. So. Das stimmt, Carina. Manchmal braucht es echt einen zweiten Anlauf. Aber ich nehme das eigentlich ganz locker. Ich weiß, sie sind alle so entspannt. Und das ist für mich total fein, weil dann stresst es mich auch nicht so. Weil ich mir denke, naja, kann eh nichts machen. Wenn die Technik nicht will, will sie nicht. Hauptsache, wir sind dann da und können loslegen. Gibt echt Schlimmeres. Schön, ihr Lieben. Hat jemand schon eine Idee, was wir heute machen? Habt ihr Vermutungen? Ich bin ganz gespannt. Gibt es irgendwelche, ja, Vorstellungen? Ja, hallo Stefanie. Genau, ist noch geschafft. Alles gut. Jetzt bin ich echt neugierig. Hallo, hallo. So nett. Bin sehr gespannt. Aquarell mit Maskierung? Nein. Bär heute nicht. Noch andere Ideen, was wir heute vorhaben? Nein. Ah, super. Ich finde es total cool. Ich habe mir gedacht, ihr werdet sicher schon alle vermuten, was wir machen. Nein, wir machen heute... hallo Regina. Wir machen heute eine ganze Technik. Also wir haben halt eine Technikübung sozusagen, die wir machen. Und zwar, wem von Ihnen sagt, was die Bouquet-Technik? Bin echt neugierig. Ich verfolge die Bouquet-Technik schon seit Jahren und habe mich irgendwie nie so recht drüber getraut. Oder es war zumindest nicht immer... Super, Monika, ja. Es war zumindest nicht an der Zeit. Okay, kenne ich nicht. Super, das taugt mir total. Wenn einige von Ihnen das gar nicht kennen oder hat schon mal jemand probiert, weiß schon jemand, wie das genau funktioniert? Spannend. Okay, ich zeige euch einmal ein paar Musterkarten, oder? Ich habe heute mal am Vormittag mir ein bisschen gespielt und ausprobiert. Und zwar ist die Bouquet-Technik eine Art, bei der man Hintergründe gestaltet, mit Flüsterweiß in Kreisen. Und das ergibt dann einfach so einen lässigen Tiefeneffekt. Und ich finde das total cool, mir hat das immer schon unglaublich gut gesehen, gefallen. Und ja, das ist jetzt einfach einmal meine Probe gewesen, das Ganze umzusetzen. Und von daher würde ich sagen, da spielen wir uns heute mal ein bisschen mit dieser Bouquet-Technik. An und für sich braucht man dafür eigentlich Flüsterweiß. Jetzt weiß ich aber, dass der eine oder andere von Ihnen sicher das Flüsterweiß-Stempelset noch gar nicht daheim hat.
Von daher habe ich mich einfach mal ausprobiert, ob es auch geht mit nur Wasser. Und das funktioniert auch. Diese Variante ist nicht mit Flüsterweiß, sondern mit Wasser gemacht. Ich werde Ihnen heute beide Varianten zeigen, weil ja, das ist einfach, beides funktioniert gut. Mit Flüsterweiß wird es ein bisschen feiner, ein bisschen filigraner, finde ich. Mit Wasser ist es ein bisschen härter. Aber ich finde es auch total cool. Also ich finde, dass der Effekt mit dem Wasser auch total gut funktioniert hat. Die Bouquet-Technik, Bea, das schreibt man mit weichem Bouqueh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Kann ich Ihnen aber sonst nochmal danach posten, beziehungsweise, ja, genau. Genau so. Okay, super. Gut, dann würde ich sagen, Startmaschine langsam los, oder? Ich lege jetzt einmal meine Musterkarten auf die Seite. Ja, ich finde auch, ich finde, die schauen richtig, echt gut aus, die Karten. Also die Art, wie man eben so Karten gestalten kann. Okay, jetzt müssen wir uns einmal als allererstes eine Schablone vorbereiten. Ich habe dafür mir einfach so eine Aktenfolie, die auf zwei Seiten zu ist, so eine habe ich mir einfach geteilt. Und ich finde, das funktioniert total super. Also ich habe da einfach so ein Stück runtergeschnitten. Was sind das? Das sind so in etwa 14,5 cm. Wobei, da geht es jetzt gar nicht genau darum, wie viel man ganz genau runterschneidet, sondern da geht es einfach nur darum, dass man eine Schablone hat. Und diese Folien haben schon einen Stand, also sie sind schon stabil, also nicht so wappelig, weil manche Folien sind also richtig total wappelig. Oh, kann jemand noch auf den Chat zugreifen, drüben auf dem ersten Video und das kundtun, dass es einen Neustart gegeben hat? Wäre das möglich? Kann das jemand machen? Weil die Dari gerade schreibt, da ist noch jemand drüben, der nicht weiß. Oh, bitte Dari melden, dass ich ein neues Video gestartet habe. Sie brauchen nur auf meinen Kanal gehen, dann sehen Sie zweiter Versuch. Okay, alles klar. Super, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, Helga, das Video wird nur dann angezeigt, möglicherweise, wenn es im Stream ist oder beziehungsweise im ersten Verlauf. Aber wenn man auf meinen Kanal direkt draufklickt, dann müsste das zweite auch angezeigt werden. Zumindest hoffe ich das. Also normalerweise macht es das schon. Okay, ihr Lieben. Dann hoffe ich, dass nur der Rest herüberwandert auf das zweite Live-Video. Folie einfach, Christine. Also nur einfach genügt. Braucht nicht doppelt zu sein. Also ich habe mir einfach das geteilt. Ah, super. Hallo Karin. Schön. Super, Rini. Vielen, vielen Dank. Schön. Ja, heute hat es mir einfach ein bisschen gefuchstechnisch, aber ja. Gut so. Ich zeige jetzt noch mal ganz kurz für unsere Neuankömmlinge. Es geht heute um die Bouquet-Technik, also wie man so einen Hintergrund gestaltet. Und ich zeige, wie man das Ganze macht mit flüsterweißem Stempelkissen und aber auch ohne Flüsterweiß. Wenn jemand kein Flüsterweiß daheim hat, geht es auch ohne. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt starten wir aber wirklich los. Und zwar habe ich ja geschrieben auf meinem Blog, dass man eben ein Stück Folie braucht. Und das ist einfach von einer Aktenfolie so ein Stück. Einfach, also nicht doppelt. Wichtig ist, dass die Folie schon ein bisschen einen Stand hat, also dass sie nicht ganz wabbelig ist. Aber sie sollte auch nicht zu dick sein. Also die klassische Fensterfolie von Stampin' Up, die ist tatsächlich zu dick. Ja, Ulla, das war's halt. Und die hat gerade eine richtig angenehme Stärke. Und die werden wir uns jetzt als allererstes, ja genau, normale Prospekthüllen gehen nicht, warum nicht? Die müssten ganz normal gehen, Bea. Also wenn sie nicht allzu dick sind, dann geht's. Die Cornelia, ja, es ist immer spannend mit mir, das stimmt. Ah, schön. Okay, gut. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man so Löcher in so eine Folie reinbringt, so kreisrunde. Man kann jetzt entweder Handstanze verwenden.
Okay, wenn es zu weich ist für die Stanze, dann kann man sich helfen, dass man nur ein Blatt normales Kopierpapier zum Beispiel dazu legt. Das macht nichts, Beatrix, wenn Sie das Stempelkissen nicht haben, können Sie trotzdem mitarbeiten. Ich zeige nur eine zweite Variante, wie es nur mit Wasser geht, also ohne dem weißen Stempelkissen. Ja, okay, also einfach rein, Folie rausdrücken, geht ein bisschen hart, weil sie einfach ein bisschen stabiler ist. Oder eben, man macht das Ganze mit der Big Shot und das werden wir uns jetzt auch noch gleich anschauen. Wir werden jetzt auch noch gleich testen. Und zwar habe ich mir einfach drei Kreise herausgesucht, drei verschieden große. Die Kreise sollten jetzt nicht allzu groß sein. Also so verschiedene Größen halt. Und lassen Sie sich zwischen die Kreise ein bisschen an Abstand. Also in etwa so. Die sollen jetzt nicht ganz eng beieinander liegen, sondern wirklich ein bisschen an Abstand lassen. Und aber auch nur so, dass Sie bis zum Folienende auch nur ein bisschen an Abstand haben überall. So in etwa sollte das sein. Und dann legen Sie die auf und dann drehen Sie es einmal durch die Big Shot durch und dann hofft man, dass das gut ausstanzt. Vielleicht noch einmal Retour ist immer geschickt. Und dann schauen wir mal. Okay. Ich hoffe, dass das funktioniert. Da hat es einmal gut geschnitten. Die zwei lassen sich noch betteln, aber mal gucken. Das probieren wir jetzt gleich noch einmal. Man muss einfach schauen, dass man halt die Folie in die Löcher rausbringt. Bei mir ist das ein bisschen schwieriger, weil mein Big Shot nicht mehr so viel Druck hat. Jetzt werden wir da gerade schnell nur die andere Folie dazu holen. Meine erste, aber vom Prinzip her haben Sie es ja verstanden, was ich da möchte. Ich mache jetzt da einfach nur ein paar Löcher. Ich probiere mal, ob ich es da nochmal rausbringe. Setze sie einfach ein bisschen mehr am Rand an. Bei mir ist es eben mit der Big Shot ein bisschen schwierig, weil die einfach in der Mitte fast keinen Druck mehr hat. Aber ich probiere es nochmal. Da sehen wir ja. Ansonsten hilf immer mit den zwei Kreisen, die ich schon habe. So, nochmal retour. Zur Sicherheit gleich noch einmal. So. Okay, dann schauen wir mal, ob es jetzt geklappt hat. Okay. Gut, das schaut gut aus. Manchmal gehen die Folien dann an einem Eckerl ein bisschen hart zum Rausgehen, aber noch stand es. Also das Faszinierende ist ja, für mich zumindest, wir haben ja bei Stampin' Up! Jetzt neue Stanzen, gell? Obwohl, das ist jetzt alles, sie sehe ich gerade. Okay, ich weiß nicht, manche funktionieren besser und manche nicht so gut. Die normalen Kreise gehen jetzt bei meiner Big Shot da leider nicht. Aber ich habe jetzt da vier Kreise da und mit den Kreisen arbeite ich jetzt einfach, die ich da habe, den ignorieren wir. Haben Sie alle Ihre Kreise rausbekommen? Ah, die Ulla schreibt gerade V. Drei reichen, ja. Ines. Die Ulla schreibt gerade V-Karton drunter legen, ist auch eine Idee. Okay. Okay. Okay, ihr Lieben. Habt ihr jetzt ein paar Kreise zur Verfügung? Wow, wie ein kleines Eckerl drin. Mal schauen, wie das mit der Schere auszuschneiden. Die Bea schneidet mit der Hand. Oje, oje, Bea. Okay. Ich warte noch, bis einige mir Daumen hoch schicken oder ja, oder wir können weitermachen. Habt die Kreise 5 Stück, super. Oje, Denise. Das ist schlecht. Okay. Super, also einige dürften schon Kreise haben. Denise, versuchen Sie mal das Video zu schließen und nochmal neu aufzurufen. Vielleicht geht's dann. Gut, okay, ihr Lieben. Super, Christine Schucher, der Schablone mit Kreise, wunderbar. Wir brauchen einfach ein paar verschiedene Kreise. Wie das dann ganz genau ausschaut, ist gar nicht so tragisch. Ich
Gut, so, dann werden wir uns als nächstes, wir machen jetzt als erstes die Variante mit dem Flüsterweiß-Stempelkissen, gell? Von daher nehme ich mir jetzt ein ganz normales Flüsterweißen Farbkarton. Den schneide ich mir jetzt einmal zu auf 14 cm. 14 cm mal 10 cm, also so eine ganz normale Auflegergröße. 14 mal 10. Und für alle, die kein Flüsterweiß haben, die können sich schon mehr Seidenglanzpapier zuschneiden. Können übrigens alle anderen natürlich auch, wenn sie wollen. Die Bea, schön wird später gemacht. Herrlich. Und das Seidenglanzpapier für alle, die das mit Wasser probieren möchten, schneiden wir uns natürlich auch 10 mal 14 cm zu. Also zwei ganz klassische, schlichte Aufleger. Okay. Denise hat Schwierigkeiten mit dem Ausstanzen. Dann ist die Folie zu dick, Denise. Haben Sie nur eine dünnere Folie, mit der Sie arbeiten könnten? Ich weiß, das ist ein bisschen eine Fricklerei, bis man die Kreise aus der Folie herausnimmt. Aber wenn das geschafft ist, dann behält man sich so Folien einfach auf. Dann macht das total Sinn, die Fricklerei. Schön, ihr Lieben. Aha, die Martina sagt gerade, Folie mit Farbkarton gemeinsam verwenden. Das wäre auch eine neue Idee zum Probieren. Okay. Schön. Habt ihr die Aufleger zugeschnitten? Können wir weitermachen? Ich warte mal auf ein paar Daumen hoch. Auf ein bisschen Info. Okay. Ich sende mal noch. Ah, viele Daumen hoch. Super. Perfekt. Spitze. Okay, dann legen wir jetzt mit Flüsterweiß nochmal los. Und jetzt braucht man ein paar Stempelkissen. Und zwar mache ich jetzt als erstes, habe ich mir jetzt für eine Farbkombination entschieden aus Osterglocke, aus Blütenrosa, aus Flamingo und eventuell nehme ich noch ein Kalypso dazu. Mal gucken. Also die vier Farben habe ich mir jetzt da mal hergerichtet. Okay. Danke, liebe Monika. Freut mich, wenn Ihnen die Anleitungen gefallen. So, und jetzt brauchen wir noch ein paar Schwammerl. Und zwar, müssen wir schnell schauen. Ich habe da immer so geviertelte Schwammerl von den gelben. Da nehmen wir jetzt das Calypso raus. Sie können aber auch die Make-up-Pinsel oder so verwenden. Es ist gar nicht tragisch. Wir brauchen nur etwas, mit dem wir die Farbe gut auftragen können. Und vor allem auch ein bisschen intensiver auftragen können. Von daher. So, mal schauen. Das ist okay. Da habe ich Osterglocke. Dann fehlt mir noch Flamingo. Wo haben wir denn? Flamingo und Blütenrosa. So, mal schauen, ob ich Blütenrosa habe. Da könnte sein. Okay, dann nehmen wir den. Mal gucken. Ja, dann nehmen wir den. Gut, so. Okay, also Schwämmchen oder eben auch gern so Pinsel. Gar nicht tragisch was. Und jetzt legen wir uns ein bisschen Schmierpapier drunter und färben uns das Papier kunterbunt ein. Ich beginne mal immer beim hellsten und mache mir da einfach so, ja, so Farbflecken drauf. Die dürfen auch ruhig ein bisschen intensiver sein, dort und da. Dass die da wirklich so, ja, kunterbunt einfach drauf sind. Wichtig ist eigentlich bei der Technik jetzt, dass man wirklich das ganze Papier schön einfärben.
Und wenn das da auch ein bisschen streifig oder so wird, das macht dann eigentlich gar nichts, weil das im Endprinzip dann trotzdem total super ausschauen wird. Und dann ruhig auch da ein bisschen dazwischen reinblenden. So färben wir uns das jetzt da einfach mal so ein bisschen ein. Dann haben wir uns noch ein bisschen Calypso dazu. Aus dunklem Ton. Setzen wir da so ein bisschen rein. Unten her. Dann noch ein bisschen Gelb. Und ein bisschen mit Kalypso, mit Flamingo drauf. So, und da dann einfach schauen, dass man wirklich keine weißen Stellen mehr hat. Das dann wirklich einfach schön durchfärben. Sie können ruhig zum Schluss dann mit der hellen Farbe nochmal dort und da ein bisschen drüber gehen. So in etwa. Wenn das so in etwa ausschaut, ist das wunderbar. Okay, so, die Schwämme haben dann schon ausgedient, die können wir schon verräumen. Und auch die Stempelskissen können wir uns schon mal alle schließen. Und die brauchen wir jetzt ganz im Moment einmal nicht mehr. Gut so. Wie schaut es denn mittlerweile bei der Denise aus? Hat sie zusammengebracht? Hat das irgendwie funktioniert? Alle anderen färben einmal ihr Papier soweit. So. Genau, es sind einfach geviertelte Schwammerl, die ich dann mit einem Klammerl zusammengefasst habe. Gut, so. Mal nochmal schauen, ist die Denise eigentlich nur im Raum? Ist die nur da? Mal gucken. Sie geben mir wieder Bescheid, wenn Sie soweit sind, gell, wenn Ihr Papier gefärbt ist. Sieht jetzt schon toll aus. Ja, ist irgendwie ganz spannend, gell? Ist ganz faszinierend, wie sich das so entwickelt. Aha, bei der Bea schaut schon gut aus, bei der Doris auch. Susanne ist bereit. Super, cool. Die Sarah ist soweit, sehr cool. Richtig goldig, ja, warm, warm in die Farben. So. Okay, fertig, sehr gut. Schön, cool. Okay, schaut so aus, wie wenn die meisten schon soweit wären. Und damit kommt jetzt unsere Folie ins Spiel. Und die legen wir uns jetzt einfach so drauf, irgendwie, gar nicht tragisch wie, wir werden die ein paar Mal draufsetzen halt. Ob man den dunkleren Rand vermeiden kann? Im Prinzip nein, aber Sie können das Papier einfach ein bisschen größer zuschneiden. Und wenn Sie es dann fertig haben und alles trocken ist, dann können Sie es auf die Größe zuschneiden, wie Sie möchten, und dann haben Sie weiße Ränder. Also einfach einen Zentimeter zum Beispiel rundherum größer zuschneiden, dann haben Sie das Problem nicht mehr. Die Denise ist soweit, die muss nur einfärben. Denise, wir warten, das kriegen wir hin. Ah, super. Die Birgit bastelt später, schau wie nett. Na, man braucht nicht die ausgeschnittenen Kreise, man braucht die Folie, wo die Kreisöffnungen sind. Also Sietchen, ich hoffe, dass nur Sie Störungen haben. Haben andere auch Störungen? Das wäre schade. Aber heute wäre nichts auszuschließen da bei mir. So. Ja, gern, Bea, sehr gern. Ehrlich, ihr habt halt Störungen.
Okay, warte jetzt einmal. Sind die Störungen jetzt weg oder ist das immer noch? Diese Sanne, Störungen hat sie nur in ihrem Hirn, herrlich. Irgendwie, irgendwas stimmt halt nicht mit dem Internet, das tut mir leid. Ach, sie hören eine Bohrmaschine. Lustig, ja, der Nachbar ist gerade beim Bohren, das stimmt. Sind weg, gut, sehr gut. Okay. Na super, danke Cornelia. Nein, keine Altersschwächen, danke. Herrlich. Oh, wie cool. Okay. Okay, besser, jetzt ist weg, besser. Super, perfekt. Super, bin ich froh. Jetzt mache ich noch schnell die Tür zu, dann hört man das Bohren nicht mehr so. Moment. So, jetzt hoffe ich, dass das mit den Bohrgeräuschen dann auch besser ist. Okay. Ja, genau, stimmt. Bär, ich habe das Ladekabel eingesteckt gehabt, weil mein Akku nicht mehr so voll war. Aber jetzt habe ich es einmal ausgesteckt, von daher sollte es jetzt klappen. Gut, so. Die Dari fragt, ob auch andere Formen gehen. Sie können es natürlich auch mit anderen Formen machen. Aber Kreise sind natürlich ideal, weil es irgendwo so ein bisschen, ich weiß auch nicht, schaut einfach irgendwie gut aus, schaut ein bisschen immer so nach Unterwasserwelt aus bei den blauen und grünen Tönen. Aber Sie können es gerne auch mit anderen Formen einmal probieren. Wir geben den Nachbarn den Kaffee aus, herrlich. Ja, genau, der wird sich freuen. Schön. Das macht ja nichts, wenn Sie keine Stempel für Stampin' Up haben, geht ja mit anderen auch. Aha, die Brigitte schreibt gerade, Sonne geht auch. Super, die Denise ist soweit, dann können wir jetzt weitermachen. Okay, und zwar, jetzt braucht man unser flüsterweißes Stempelkissen. Oder aber, was Sie auch machen können, und das werde ich machen, ich gebe mir ein bisschen von der flüsterweißen Nachfüllfarbe rein in den Deckel, aber nicht viel. Nur so ein bisschen. Die geht übrigens sehr zäh, das ist eine ganz zähflüssige Farbe. Das ist aber normal. Und da gebe ich mir jetzt einmal so ein bisschen da rein. Ungefähr so. Sie können es auch direkt aus dem Stempelkissen nehmen, ich empfehle es aber nicht. Ich würde wirklich, Sie haben ja alle einen Nachfüller dabei, die das Stempelkissen haben, zumindest die es neuerdings gekauft haben, weil es ja leer geliefert wird und man es als erstes einmal selber füllen muss. Das heißt, jeder von Ihnen muss einen Nachfüller haben oder sollte. Und von daher wäre es gut, den Nachfüller jetzt reinzugeben. Und warum, das zeige ich Ihnen jetzt gleich. Jetzt braucht man nämlich sowas wie ein Fingerschwammel oder ein anderes Schwämmchen. Ist jetzt nicht so tragisch. Ich nehme jetzt da einfach einmal so ein Fingerschwammerl, weil es mit denen einfach total fein zum Arbeiten geht. Und die tauchen wir uns jetzt da so ein bisschen rein in die Stempelfarbe und tupfen aber nebenbei ein bisschen her, so dass schön gefüllt ist, aber halt nicht überdrüber. Also es soll jetzt nicht klatschend die Farbe drauf sein. Deshalb einfach ein bisschen daneben hin tupfen. Und mit dieser Farbe tupfen wir jetzt da die Kreise aus. Sozusagen. Die kann man jetzt austupfen, dann werden sie ein bisschen intensiver. Sie können es aber auch auswischen, dann werden sie ein bisschen zarter. Und die Mischung aus beiden macht es dann letzten Endes. Den ein paar so ein bisschen auswischen und ein paar austupfen. Und jetzt sehen Sie aber am Fingerschwammerl, dass das Fingerschwammerl schon ein bisschen gelblich ist. Und wenn Sie mit dem jetzt in Ihr Kissen reinfahren, dann verschmutzen Sie sich Ihr Stempelkissen. Deshalb macht es total Sinn, sich ein bisschen Stempelfarbe nebenbei hinzugeben und lieber da herauszunehmen, weil dann passiert Ihrem Stempelkissen nichts. Das ist jetzt bei den Gelb- und Orangetönen noch nicht so schlimm, aber wenn Sie Blau- und Grüntöne zum Beispiel verwenden, dann ist echt blöd. Also von daher macht das auf jeden Fall Sinn. So, und so tupfen wir jetzt einfach einmal die Kreise, die man jetzt gut sieht, aus. Mal fester, mal weniger fest, ganz nach Gusto.
so wie sie das gern hätten. Und wenn wir die erste Lage geschafft haben, dann sieht man schon, jetzt schon erster Eindruck da. Und jetzt legen wir die Folie einfach ein bisschen anders drauf, so dass sich der eine oder andere Kreis vielleicht ein bisschen überschneidet, aber dass sich die Kreisgrößen ein bisschen verändern, also dass nicht überall genau der gleiche ist. Dann wieder gut festhalten und jetzt einmal in der zweiten Runde können wir es jetzt genau nochmal ganz gleich machen. Das heißt, da wo ich jetzt ganz wenig habe, da werde ich jetzt einen kräftigeren Kreis machen. Und da wo ich einen kräftigen Kreis habe, da werde ich jetzt vielleicht noch einen zarteren dazu machen. Und so wechsle ich mir das so ein bisschen ab. Mal kräftiger, mal weniger kräftig. Einfach nach Gusto, so wie es Ihnen gefällt. So. Und jetzt ist es ja so, dass Flüsterweiß wird ja extrem langsam drucken. Gell? Das heißt, wir haben jetzt an der Folienunterseite Flüsterweiß drauf. Das heißt, Vorsicht, jetzt auf gar keinen Fall das wieder so drauflegen, sonst haben sie da einen weißen Fleck. Das heißt, jetzt brauchen wir ein bisschen eine Küchenrolle, klappen uns das Schmierpapier auf, kann ich mir schnell das Kissen auf die Seite legen, Schmierpapier aufklappen, dann legen wir uns das mit der Seite, wo wir getupft haben, auf den Bauch sozusagen rein, nur damit wir mal da diese Flecken wegkriegen. Dann nehmen wir uns ein bisschen eine Küchenfolie, ein bisschen eine Küchenrolle, die ganz leicht feucht ist. Und mit der kann man jetzt da das Flüsterweiß ganz gut wegwischen. Und wenn Sie das gemacht haben, dann können wir die nächste Runde starten. Obendrauf spielt es ja keine Rolle. Wichtig ist, dass das von unten weg ist. So, dann klappen wir uns wieder zu, legen uns unsere Karte wieder drauf. Und schon geht es in die nächste Kreisrunde. Jetzt legen wir es einmal so drauf, holen mir da wieder mein Stempelkissen dazu. Und so machen wir das jetzt so lang, bis sie sagen, ja, jetzt sind für mich genug Kreise drauf. So ist es für mich dann schön. Es sollen dazwischen auch Lücken sein, gell? Also es soll nicht das ganze Kartal voll sein mit Kreise. Sondern da sollen wirklich dazwischen so ja ganz normal die Farbe noch sichtbar sein. Und eben versuchen sie es ein bisschen abzuwandeln, dass man ein paar hellere und ein paar dunklere Kreise hat sozusagen. Und dazwischen, Sie sehen eh, da habe ich jetzt wieder die nächsten Flüsterweiß-Dinger drauf von den Kreisen, dazwischen immer wieder sauber machen. Das ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber es rentiert sich. So, kriegen wieder die Küchenrolle ins Spiel. Dann werden wir das einfach wieder schön runtergeben. So. Und weiter geht's. Viel mache ich da gar nicht mehr. Ich glaube, ich setze da noch einmal so eine Runde her. Mal schauen. Nach zu, dann habe ich da noch ein paar angeschnittene Kreise. Okay, mal da an her sitzen. So, da noch an her. Den Ausdruck Fingerschwammerl finde ich süß. Nett, ja, das ist irgendwie, weiß auch nicht, das ist so entstanden. Die Fingerschwammerl. So. Okay, ich würde mal sagen, von meinen Hauptkreisen reicht es einmal momentan. Und jetzt nehme ich mir einfach nur das Fingerschwammerl so wie es ist und mache mit dem gerade noch so ein paar kleine Kreise dazu. Dort und da. Einfach da, wo man vorkommt, ich mache noch ein bisschen. Da mache ich noch so ein kleines Tupferl her. Aber nicht übertrieben. Nicht zu viel, Mädels. Es ist meistens bei dieser Technik weniger mehr. Okay. Ich glaube, ich lasse es so. Genau so. Genau so lasse ich es jetzt. Und jetzt kann man natürlich entweder das ganze Luft trocknen lassen oder Sie können es auch mit einem Embossing-Föhn ein bisschen trocken föhnen und dann gleich weiter verarbeiten. Wenn Sie es Luft trocknen lassen, dann dauert das Ganze schon, ja, müssen Sie rechnen, eine Stunde, anderthalb braucht es wirklich, bis das trocken ist, bis ganz durchgetrocknet ist.
Flüsterweiß trocknet einfach unwahrscheinlich langsam. Aber wenn es dann getrocknet ist, dann werden Zinken, wird es noch mehr ein bisschen heller und es kriegt noch mehr Tiefe. Also es wird echt richtig bärig. Okay, ich gebe das jetzt einmal momentan zur Seite und lasse das momentan Luft trocknen, weil ich jetzt gleich mit der zweiten Runde loslege und zwar mit der Variante, wenn man kein Flüsterweiß zur Verfügung hat. Okay, also, jetzt gebe ich das zur Seite. Sie können einfach so lange bei Ihrem Blatt weiterarbeiten, wie Sie sagen, so viel möchten Sie haben. Oder eben Sie starten auch mit einer Wasservariante. Gut, jetzt müssen wir natürlich als allererstes wieder unsere Schablone sauber machen. Und die muss jetzt diesmal aber wirklich ganz sauber werden. Also, ich weiß, was ich mal ganz befreien vom Flüsterweiß. Dazu habe ich jetzt meine Küchenrolle ein bisschen mehr nass gemacht. Und werde da mal alles schön runterwischen. Sie können dann übrigens, wenn Sie fertig sind, auch mit der Folie logischerweise unter fließend Wasser geben. Gell? Können Sie es richtig abschwemmen sozusagen. Okay, und jetzt muss natürlich das Flüsterweiß von beiden Seiten runter, also auch von der Seite, die wir verwendet haben, immer zum Kreise ausstempeln. So. Und dann werden wir das Ganze noch einmal trocknen. Und dann sollte es eigentlich passen. So. Jetzt schaut die total gut aus. Und so können wir es jetzt wieder ganz normal weiter verarbeiten. Okay, bin schon wieder da. Also, jetzt schaut sie wieder schön sauber aus. Ich habe sie jetzt nur getrocknet und man kann es ganz gut weiterverarbeiten. Eine Grünfarbe, schreibt gerade die Regina, könnte man eventuell auch ausprobieren. Ich habe jetzt mit Acrylfarbe auf Wasserbasis noch kein, habe ich es einfach noch nicht probiert. Müsste man testen, ob das geht. Okay, so, jetzt zweite Variante ist Flüsterweiß Quatsch Seidenglanz, also das, was viel Wasser vertragt. Und dazu verwende ich jetzt dunklere Farben. Für die Wasservariante, da müssen Sie wirklich schauen, dass Sie kräftige Farben verwenden. In dem Fall habe ich mich jetzt entschieden, von hell auf dunkel natürlich, ich möchte schon ein bisschen einen Unterschied haben. Ich nehme jetzt Aquamarin, ich nehme Bermuda Blau, zumindest habe ich es hergerichtet, mal schauen, was ich alles verwende. Pazifik Blau, Marine Blau und für einen lila Ton ein bisschen Brombeermousse. Okay, jetzt brauchen wir wieder die Schwammerl. Mal schnell die Schwammerl dazu suchen. Da haben wir Pazifik Blau, da haben wir Bermuda. Dann haben wir, ach schau, spannend. Dann haben wir Aquamarin und irgendwo sollte auch Marineblau sein. Wo ist es? Wo hat es sich versteckt? Ich habe die alle da in einer Dose, gell, meine Schwammerl. Von daher suche ich zwar ein bisschen, aber es ist ganz fein. Da haben wir das Brombeermousse und Marineblau hat sich gerade versteckt. Macht nichts, dann, wenn wir einen Fremden hernehmen, dann verwenden wir den. Gut, so, alles klar. Dann legen wir los. So. Geht, nein, mit Farbkartonbär geht nicht. Und zwar deshalb, weil speziell, wenn man Flüsterweiß nimmt, dann geht es vielleicht. Bin mir aber nicht sicher. Aber wenn Sie die Wasservariante nehmen, dann geht es auf gar keinen Fall, weil ja das nass wird. Also von daher ist das keine gute Idee. Und der Nachteil ist auch, dass man, wenn man jetzt einen Farbkarton auflegen würde, dann sehen Sie ja nicht, wo die
vorhandenen Kreise schon sind. Und gerade bei der Bokeh-Technik ist einfach schön, wenn sich die Kreise immer wieder ein bisschen überschneiden und dass man ein bisschen genauer schauen kann, wo geht man jetzt um. Also ich würde auf jeden Fall eine Folie verwenden. Die rechteste Farbe, die da, ist Brombeermousse. Also ich habe Aquamarin, Bermuda-Blau, Pazifikblau, Marineblau und Brombeermousse. Genau, ganz genau. Also ich mache das gerade so, dass ich die Kreise viertel, schneide mir dann mit der 1,5-Inch-Stanze mit dem passenden Farbkarton einen Kreis aus, den halbiere ich und dann fasse ich das Schwammerl so zusammen mit dem Kreis, so dass das da drinnen ist. Sieht man da, glaube ich, eh ganz gut. Und dann tue ich es einfach mit einer Klammermaschine zusammenklampern. Also mit einem Dackerer. Aquarellpapier ginge vielleicht auch, muss aber ein feines Aquarellpapier sein. Gut, schön, okay. Dann machen wir jetzt die zweite Variante. Für die zweite Variante mache ich es jetzt nicht mehr so bunt gemischt, sondern ich zeige euch einmal, so wie da den Verlauf. Ich finde das auch total schön, wenn das ein Farbverlauf ist. Von daher fangen wir mal wieder mit dem hellsten an. Und ich beginne einfach in einer Ecke. Und da werden wir das einfach mal so ein bisschen einfärben. Immer so ein bisschen kreisförmig drüber fahren. Dann hole ich mir schon das Bermuda-Blau dazu. Und fahre so quasi mit dem Bermuda-Blau da weiter. Dann noch mal ein bisschen von dem Aquamarin dazu holen. Ein bisschen verblendender. So, das Bermuda ziehe ich mir noch ein bisschen weiter darunter. Und dann gehen wir zum Pazifikblau. Pazifikblau ist eine ziemlich kräftige Färbung bei mir immer. Also das hat sehr viele Farbpigmente. Aber das darf es auch sein. Also da machen wir jetzt wirklich einen ganz kräftigen Verlauf. Ziehen wir es da ein bisschen weiter in die Ecke rein. Momentan lasse ich es da. Dann nehme ich mal Marineblau. Mit Marineblau fahren wir weiter. Jetzt sieht man schon die verschiedenen Blautöne, weil das lässig ausschaut, oder? Wie die anders wirken. Wenn man es direkt nebeneinander anzieht, finde ich auch sehr spannend. Und dann drehen wir es gerade einmal um und dann holen wir uns da noch das Brombeermousse dazu. Mit dem fahren wir da am Rand entlang. Da braucht es jetzt einfach ein bisschen Geduld, weil das muss jetzt wirklich ein bisschen kräftiger eingefärbt sein, sonst funktioniert das dann mit dem Wasser nicht so gut. Weil mit dem Wasser funktioniert es natürlich dann am besten, wenn es einiges an Farbe ablösen kann. Von daher, bei dieser Variante, wenn Sie mit Wasser arbeiten, dann wirklich viel, viel Farbauftragung, dass das ganz, ganz kräftig gefärbt ist. Ja, so. Okay, jetzt nehmen wir nochmal das Marineblau dazu. Dann werden wir da ein bisschen reinfahren. Also da ruhig mutig sein mit dem Farbauftrag. Das darf ruhig ein bisschen schreien, ein bisschen knallig sein. Und auch immer ein bisschen in die bestehenden Farben schon reinblenden. Dann wird der Übergang ein bisschen weicher.
Fertig-T-Shirts in den 80ern. Ja, das kann sein, dass das nach dem ein bisschen wirkt. Die haben mal so kreisförmig angerichtet, gell? Aufgetragen. Kann ja durchaus auch eine schöne Erinnerung sein. So. Da oben bleibe ich jetzt aber wirklich nur ein bisschen heller. Okay, super. Jetzt habe ich mir da ein bisschen vom Lila in der Zunge, aber macht nichts. Ist nicht schlimm. So, die Schwammerl haben wir jetzt schon wieder ausgedient. Die auf die Seiten geben. Und die Stempelkissen gleich zuschließen. Okay. Gut. Jetzt kommt wieder unsere Kreisstanze ins Spiel oder unsere Kreisschablone, so muss ich sagen. So, wie gerade da herliegen. Mal gucken. Wenn wir das jetzt da umdrehen, dann müsste es eigentlich auch gehen. So, jetzt aber. Machen wir da noch mal ein bisschen Schutzpapier. Okay, so, jetzt lege ich mir da wieder meine Kreisschablonen drauf und jetzt nehme ich mir einfach wieder ein Fingerschwamperl dazu. In dem Fall natürlich nicht das mit dem Flüsterweiß, weil wir haben ja jetzt offiziell kein Flüsterweiß. Das heißt, jetzt nehmen wir einfach irgendeins, wo möglichst wenig Farbe drinnen ist. Oder ein ganz neues, ist gar nicht tragisch. Und wir brauchen jetzt ein bisschen Wasser. Das heißt, ich habe mir da einfach meinen Stempelreinigungsschwamm genommen und habe den da ziemlich nass an der Ecke und da tupfe ich mal rein, so dass der Schwamm mal richtig nass ist. Also da darf richtig Wasser drauf sein, es muss sogar noch ein bisschen mehr nass werden. Noch ein bisschen mehr Wasser. So, jetzt aber. Jetzt müsst's, genau, jetzt sieht man schon, wenn ihr reintupft, dass da richtiger Wasserkreis ist und dementsprechend ist auch die Schwammerl dann da total nass. Und jetzt ist wichtig, Küchenrolle dazu holen und dann geht's schon los. Dann kann man schon anfangen, auf die Kreise da drauf zu tupfen oder kreisrund zu formen, ganz egal. Vorsicht, drunter reinziehen soll jetzt eigentlich nicht. Okay, dann werden wir jetzt den Kreis einfach da noch mal ein bisschen dran sitzen. Also, schnell arbeiten und gleich auftupfen. Okay, damit haben wir das doch halbwegs gerettet. Jetzt haben wir da noch mal hervor. Machen wir da einen kleineren, immer wieder dazwischen nass machen. Fangen wir da noch mal mit einem kleineren drauf. Und abtupfen. So, okay. Und dann können wir schon die nächsten da machen. Jetzt hole ich mir mal da die zwei. Ein bisschen versetzen. Drauftupfen und die Farbe einfach abtupfen. Und so kriegt man auch total schöne Kreise. Es schaut noch echt total lässig aus, wenn es fertig ist. Das braucht es natürlich da noch ein bisschen. Dazwischen immer wieder sauber machen, klarerweise. Und da können Sie auch entscheiden, wenn Sie es jetzt leicht drauf tupfen und dann nicht abheben die Farbe, dann wird es natürlich wesentlich heller, also wesentlich farbintensiver als so. Oder Sie tupfen eben die Farbe runter, dann haben Sie halt richtig einen hellen Fleck. Okay, dann da den nächsten her sitzen. Einmal so schnell drüber. Dann setzen wir da wieder einen her. Den lasse ich da ein bisschen reinstehen. Den ziehen wir jetzt wieder nicht ab. Und so sehen Sie schon, man kann sich da richtig lässige Effekte auch bauen. Und es funktioniert wirklich gut. Das ist halt eine gute Alternative zu dem, wenn man jetzt kein Flüsterweiß hat. Dann sieht man, dass es so wirklich auch gut funktioniert. Es braucht halt einen kräftigen Farbauftrag, dass man auch ein bisschen Farbe runterholen kann, dass dann der Effekt auch sichtbar ist.
Und man muss ein bisschen aufpassen, weil es natürlich das Wasser auch gern unter die Folie reinzieht. Aber ich finde, das macht nichts. Im Endprinzip schaut es dann trotzdem lässig aus. Mal schauen, den mittleren Kreis könnte man da nochmal hernehmen. Sehr cool. Schon lässig wird es dann wert mit die Farben, oder? Also ich finde das schon ziemlich cool. Wie da die Farben so heller werden. Okay, gut. Mit der Folie lasse ich es jetzt schon. Jetzt mache ich noch ganz ein paar Fingerschwammerl, Kreise. Immer dazwischen mit ein bisschen sauber machen. Gerne auch einmal mit abtupfen. Setzen wir uns da noch einen her. Da einen. Schon lässig, oder? Ich finde, das ist so cool, so eine coole Technik. Wo sitzt man dann her? Da geht es auch nicht mehr mit den Tragédie-Kekse, oder? Wenn ich noch aufhören könnte. Okay, eins sitze ich noch da draußen her, aber dann lasse ich es echt gut sein. Donnern her. Okay, das war also jetzt die Wassertechnik. Und ich finde, das funktioniert genauso gut, aber man sieht schon, im Fingerschwammerl ist natürlich jetzt viel Farbe. Das heißt, das muss man halt einfach wirklich schön danach gut austupfen, dass man da halt wieder die Farbe dann ziemlich rauskriegt. Aber es geht ganz gut. Also man kann das dann schon noch verwenden, das Fingerschwammerl. Gut auswaschen dann. Und dann passt das. So, ihr Lieben. Cool. Man hat dann solche Finger, das ist auch ganz normal. Also man ist dann wirklich auf und auf voller Farbe. Also ich habe mal zumindest. Aber wie gesagt, ich finde, das ist normal. Und da sieht man jetzt ganz schön die beiden im Vergleich. Also einmal mit Flüsterweiß gearbeitet und einmal mit Wasser gearbeitet. Und da sieht man jetzt auch schön, Flüsterweiß ist natürlich immer ein bisschen zarter und ein bisschen filigraner, ein bisschen feiner. Und mit Wasser ist halt ein bisschen nicht so eng definiert oder nicht so klar definiert von die Rundungen, von den Außenkanten, aber trotzdem immer noch schön. Und wenn man dann schaut, wenn es dann richtig trocken ist, weil jetzt ist es ja nur leicht feucht, aber wenn man dann schaut, das kommt dem schon ziemlich nahe. Also darunter wird halt viel Farbe weggeholt. Da könnte man dann, wenn es trocken ist, noch mal ein bisschen Farbe auftragen, ganz leicht, dass es nicht so hell ist. Aber das war meinem anfänglichen Patzer geschuldet. Kann man aber noch genauso gut verändern. Ja, gell, Brigitte, ich finde auch, ich finde die Wassertechnik, die hat echt auch was. Mir gefällt die auch. Und da sieht man eben jetzt ganz schön, das war eben die Variante. Es wird natürlich jetzt mal ein bisschen anders. Das eine Mal wird es ein bisschen kräftiger und das andere Mal ein bisschen dunkler. Und dann kann man es natürlich weiterverarbeiten, ganz so wie es einem gefreut. Und bei dem da habe ich genommen Osterglocke, grüner Apfel, Pazifikblau. Und Babyblau, glaube ich. Na, Aquamarin, genau. Aquamarin, Bermudablau, Osterglocke und grüner Apfel. Waren in diesem Hintergrund. Okay. So. Also, mein Akku ist am Ausgehen, deshalb schmeißt es mich immer wieder raus und hält mich kurz an. Aber da sieht man jetzt nochmal schön die Vergleiche. Das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Also das ist praktisch jetzt genau diese Variante, die ich da gemacht habe. Es wird natürlich jetzt mal ein kleines bisschen anders. Eben da oben kann man ein bisschen nachfärben, wenn man will. Und da bei dieser Variante sieht man halt sehr schön, dass es natürlich viel klarer strukturiert ist. Aber es wird auch jetzt mal ein bisschen anders. Also ja, richtig, richtig nett. Und bei der Variante, da habe ich verwendet Osterglocke, grüner Apfel, Aquamarin und Bermudablau waren die Farben aus dieser Variante. Gut, ihr Lieben, der
Rühren, wie gesagt, kann man es dann, wie man mag. Ich finde immer, dass da drauf dann viel Weiß gut ausschaut. Also ich würde dann immer mit viel Farbe arbeiten. Ich finde, das ist schon eher bunt, aber es hat mir dazu gefallen zu dem Farbverlauf. Ansonsten gefällt mir jetzt eine ganz schlichte, kleine Variante auch total gut. Und ja, es ist eine Geschmackssache. Ja, so sieht man also, es funktioniert auch ohne Flüsterweiß gut. Ein bisschen anders, aber trotzdem schön. Okay, meine Lieben, das war's für mich von euch für heute. Wenn Ihnen die Idee wieder gefallen hat, schenken Sie mir bitte einen Daumen hoch unter dem Video. Da freue ich mich echt immer sehr, wenn sich da was tut. Und schreiben Sie gerne auch einen Kommentar drunter. Immer super. Und die fertigen Karten werde ich dann natürlich noch auf meinem Blog posten, wie immer. Aber ja, prinzipiell glaube ich, habt ihr eine gute Vorstellung. Und wenn man auf Pinterest das Bouquet-Technik eingibt, dann sieht man ganz, ganz viele ganz schöne Bilder dazu. Also da gibt es wirklich Anregungen, ganze Meter. Schön, ihr Lieben. Ja, ich würde sagen, für heute eben war es das jetzt von mir. Und den nächsten Basteltreff haben wir dann wieder Mittwochabend. Also Mittwoch, 18.30 Uhr, legen wir wieder los. Und dann schauen wir, was wir das nächste Mal machen. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende. Und ja, hoffe, dass Mittwochnachmittag oder Mittwochabend, besser gesagt, wieder einige von Ihnen dabei sind. In dem Fall, alles Liebe. Und lassen Sie es sich gut gehen, passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie vor allem gesund. Und ich würde sagen, tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.